Also ich möchte nicht hier sagen, nein. Aber vielleicht für ein halbes Jahr, wenn ich genügend Geld hätte. Paulensen, gut leben. Nee, hier wollen wir nicht immer bleiben. Wir kommen hier zum Urlaub, das ist ganz schön, aber selbst hier bleiben wollen wir nicht. Dafür sind wir nicht geboren. Wir arbeiten. Wir suchen bloß ein bisschen Erholung und Sonne suchen wir. Bei uns gab es keine. Sonst wären wir überhaupt nicht hier. Würde wahrscheinlich doch ein bisschen langweilig werden. Also auf der Dauer. Auf der Dauer. Mal ist schon schön Urlaub. Auf der Dauer. Sand, Strand, die Bäume. Wie man da so ganz ohne, frei von allem da liegt, tun und lassen kann, was man will. Das wäre schon schön. Realistisch ist ganz anders. In der Wirklichkeit sieht alles ganz anders aus. Ausländer? Ich weiß nicht, ob die überhaupt hier sind. Weiß ich nicht. Habe noch nie was von gehört. Das müssen schon Ausnahmeerscheinungen sein, wenn die dann hier bleiben. Denn die haben meistens zu Hause eine Existenz. Oder sind existenzschwache Leute, Menschen, die irgendwie von zu Hause fliehen wollen oder weiß der Teufel was, aus welchem Grund sie hier bleiben. Irgendwohin einfach so weg aus dem ganzen Job, den man so hat. Ja, schon. Bloß die Courage, die bringt wohl nicht jeder auf. Nicht? Ich würde es also viel Dauer wahrscheinlich auch nicht aufbringen. Man spinnt sich ja manchmal sowas zusammen. Nicht? Das ist überhaupt nicht konkret. Das ist einfach so das Wunschdenken, vielleicht um aus dem täglichen Einerlei rauszukommen. Die hat keine konkreten Formen. Einfach nur raus aus dem normalen Alltagstrott. Viele andere, die hier sind. Wir sind rein zufällig hier gelandet, wie ein Blatt vom Baum hier hingeweht wird. Und da bin ich geblieben. Ich suche und ich glaube, der Mensch sucht sein Leben lang. Wenn du aufhörst zu suchen, erstarrst, dann findest du da nichts mehr. Mein Vater war Kaufmann, meine Mutter, glaube ich, gelernte Hutmacherin. Ich habe meine Mutter nicht sehr viel gesehen, denn sie ging von meinem Vater weg, als ich 4 Jahre alt war. Man sagte zur Olympiade, um Zigaretten zu verkaufen. Und dort blieb sie auch. Es war in Berlin damals, 1936. Mein Vater starb 1940 an einem Unfall. Ich blieb bei einer Tante. Mit 9,5 Jahren kam ich auf die Reichsschule der NSDAP Feldafing. Ja, ich war der Jungmann Herbert Schiffel, Nummer 317, kriegte meine Uniformen verpasst und lebte dort in einer militärischen Art und Weise. Als ich knapp 12 war, konnte ich den Karabiner zerlegen, das MG-42 bedienen, Handgranaten werfen, hatte eine Ausbildung an der Panzerfaust hinter mir. Und unser oberstes Prinzip war, einer für alle, alle für einen. Also das Rudel wurde geschützt.
durch unter Umständen die Selbstaufgabe des Einzelnen und wiederum der Einzelne war geschützt dadurch, dass das Rudel einfach aufs Ganze ging und ihn nicht hinten ließ. Alle Jungs der Schule betreffend waren wir unseren Familien entzogen und wir kannten nur den Gruppenzusammenhalt. Wir haben in München, als ich 12 Jahre war, die Leichen von Bombeneinschlägen in Eimern aus dem Keller getragen. Du bist nachts geschlafen, es ging die Sirene, du bist in den Keller gerannt. Und bumm, über dir ist das Haus weggefallen. Und die waren tot, und die waren tot, und die waren tot. Das war meine Kindheit. Ich habe also nach dem Krieg wieder Anschluss an eine Gruppe gesucht und bin bei den katholischen Pfadfindern gelandet. Und danach, das war vielleicht für mich ausschlaggebend, für meine Berufswahl, Tänzer zu werden, kam ich in ein Theater, in dem die Tänzer eine angenehme und freundliche Gruppe Menschen waren. Und da fühlte ich mich zu Hause und bin halt dann auch Tänzer geworden. Meine Spezialität war immer ein bisschen hochheben, Leute rumtragen. Und dann war ich da einer von denen, der die Marika Röck hochhebt und rumträgt. Nach 6 oder 8 Jahren ist mir der ganze Kunstbetrieb so zum Hals rausgehängt. Ich bin auf die Polizei gegangen, habe meinen Pass hingelegt, geschrieben, gesagt, ich möchte einen Pass, in dem nicht drin steht Künstler, sondern Artist. Und dann wurde ich Artist und habe akrobatische Sachen gemacht, im Varieté, Fernsehen, im Zirkus gearbeitet und Geld verdient, geschuftet. Und danach hatte ich die Schnauze endgültig voll. Ja, und danach hat mich ein Freund gefragt, ob ich ihm seinen VW-Bus nach Spanien fahren könnte. Dann habe ich ihm den Bus runtergefahren und bin eines Abends auf einem Berg gesessen, habe meine Kamera dabei gehabt und wollte Wolken fotografieren und habe mir dann entdeckt, dass ich die unsinnigsten Sachen gemacht habe mit der Kamera, Fahraufnahme gemacht, habe Purzelbäume geschlappt, im Purzelbaum fotografiert und was weiß ich. Ich habe mir gedacht, Mensch, ist das schön hier. Hier möchte ich eigentlich bleiben. Das war am Samstagabend. Ich habe mir gedacht, jetzt, wie kann man so wo bleiben? Ich habe gedacht, ja, jetzt muss ich das erste Mal die Bevölkerung sehen. Dann bin ich am Sonntag um 22:30 in die Kirche gegangen, in die Messe. Und habe dann den Bürgermeister gefragt, ob er wüsste, ob hier ein Haus zu verkaufen ist. Und am Mittwoch habe ich mit den Besitzern gesprochen und am Donnerstagabend 200 Mark Anzahlung geleistet. Und wir haben einen Kaufvertrag gemacht auf einem Bierzettel. Und am Freitag sind wir wieder zurückgefahren nach München. Und ich habe dann dort alles, was ich hatte, in einen kleinen VW gesteckt. Und bin mit dem VW runtergefahren, 6 Wochen später, und hier geblieben. Ich hatte genügend Geld. 6.000 Mark. Und da habe ich 2 Häufchen gemacht, 3.000 Mark für Renovierung und 3.000 Mark für Leben. Damit konnte man damals ein Jahr, 1,5 Jahre leben. Also sparsam, gell? Das war 1973. Ein Mann oder eine Frau? Das weiß man nicht.
Scheiße. Oh, Mutter ist gleich da. Leute, geh rein zu deinen Kindern. Erlaub. Komm. Jawohl. Familie. Ich glaube, wir sind die Einzigen hier, die ziemlich zurückgezogen leben, was die mittlere Generation betrifft. Ältere Leute machen das ja. Aber viele Leute machen es auch aus Verbitterung oder aus Kontaktarmut, was bei uns nicht der Fall ist. Wir wollen es einfach nicht. Wir gehen absichtlich weg. Einfach, weil wir unsere Ruhe haben wollen. Weil wir so leben wollen, wie wir leben, spontan, wie es uns gerade einfällt. Und uns hauptsächlich eben unsere Arbeit vom Wetter und von der Natur diktieren zu lassen. Es ist absolut gezielt, dass die anderen Leute auf genügend Entfernung von uns leben. Ich will keinen Kontakt mit ihnen. Weil Kontakt mit den anderen Leuten, was heißt das? Ich kriege einen Vortrag über die letzte Fernsehshow, über die vorletzte Fernsehshow, was man heute trägt, wie man sich heute schminkt, wie man sich kleidet, den ganzen gesellschaftlichen Quatsch, der einfach Unsinn ist. Was ich gerne hätte, wäre in einer Gruppe gleichgesinnter oder gleichorientierter jüngerer Leute zu leben. Oder nicht ganz allein. Es sind inzwischen 4 Monate vergangen, es ist jetzt Winter und vor 6 Wochen ist unser Kind bei der Geburt gestorben. Das Kind ist zu früh geboren, es war kein Arzt da, es war niemand da und möglicherweise Lungenentzündung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es nach 2 Tagen gestorben. Es war eine völlig neue Situation geschaffen und wir haben uns überlegt, sollen wir hier bleiben, sollen wir weggehen, was sollen wir machen. Es war ein bisschen Verzweiflung, es war ein bisschen Hoffnungslosigkeit. Und wir haben dann uns halt gesagt, einer von uns liegt jetzt hier in der Erde. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum wir hier bleiben werden. Da kriegt man Zweifel, wenn sowas passiert, wenn man gesund lebt und nicht raucht und nicht trinkt und nur gesund meint zu leben. Und es passiert sowas. Ja, das scheint absurd. Ich weiß, dass ich immer weg wollte,
von der Stadt. Also die Stadt war mir nie angenehm. Ich bin oft vor meinem Fenster gesessen und habe gedacht, mein Gott, muss man immer so auf Asphalt schauen und die Bäume sind immer so weit weg. Nach vielen Reisen und Geschichten habe ich mich endgültig in Paris niedergelassen und da habe ich einen Deutschen kennengelernt, den ich auch geheiratet habe. Ich habe in Paris angefangen, Jura zu studieren und Russisch. Aber es war überhaupt nichts für mich. Total irrsinniges Fach. Ja, und dann sind wir nach Deutschland gezogen. Dann haben wir mit einem anderen Paar ein großes Haus gekauft, wo unten eine Kneipe drin war. Und dann wurde auch die Kneipe leer. Und da ich gerade arbeitslos war, habe ich beschlossen, das zu machen. Aber das hat nur viel Eifersucht ausgelöst. Und nach einem Jahr Kneipe ungefähr habe ich dann hier Ferien gemacht, völlig müde und kaputt. Ja, und das schien mir eine tolle Idee, da hierher zu kommen mit dem Herbert. So wie er hier gelebt hat, das fand ich ganz toll. War unheimlich einfach, ruhig. Da wusste ich noch nicht ganz, ob ich mit dem Herbert bleiben wollte oder nicht. Viele Leute gehen nicht weg, weil sie sagen, das kann ich nicht machen und was werden die Eltern sagen, wo wird mein Kind in die Schule gehen und tausend Probleme werden erwähnt, so mit dem Hintergedanken, ja später wird man es schon irgendwie glücklicher haben, aber im Moment muss es so bleiben. Ich kann in keiner beschissenen Situation drin bleiben, da tue ich lieber alles kaputt machen und neu anfangen. Und was beschissen ist, mache ich nicht. Pues hasta mañana. ¿Y si no nos vemos luego? Pues hasta mañana. Adiós. Danke. Hast du Brot? Nein. Auf Französisch sind das die Fenouil. Ich liebe das. Du liebst das? Ja. Wollen wir dann da die Köpfe machen? Mhm. Du hast den Opa gemalt. Ich mag den alten und du deine. Glaubst du, das ist eine gute Farbe? Muss besser mischen, glaube ich. Dann probierst du es einfach auf dem Kopf. Hinten, der ganze? Nee, drauf. Wenn es dir nicht gefällt, kannst du immer darüber malen. Ganz fröhlich. Sogar so fröhlich, dass man dass sie noch rote Ritzen da hat. Du kannst etwas Wasser auf deinen Pinsel nehmen, wenn es zu dick wird. Ich habe fast zu wenig gemacht. Farbe? Hm? Deine ist aber blass. Ah! Oh! Die Arme. So. Jetzt kannst du das Weiße von den Augen auch malen. Ich krieg das so wie ein Chinese hin. Glaubst du, das ist schon trocken? So schnell doch nicht. Guckt aber ein bisschen traurig, gell? Ja, aber das macht nichts. Du musst noch seine Pfeife kriegen. Dann guckt er auch nicht so traurig. Das wird eine mallorquinische Oma.
Wann habe ich damit angefangen? Eigentlich in Deutschland. Für ein Kindertheater haben wir Puppen gemacht. Die habe ich anschließend weitergemacht und dort schon verkauft. Und als ich hierher kam, auf der Suche nach einem Gelderwerb, habe ich dann das wieder aufgenommen. Die werden hier verkauft. In Leute, die hier wohnen, Touristen, meistens Deutsche kaufen die. Das ist hier halt fast das Einzige, was man machen kann, um Geld zu verdienen. Da verdiene ich vielleicht 5.000 bisher das an einer Puppe, also 10.000 im Monat. Kann ich damit verdienen, so im Durchschnitt. Manchmal mehr, manchmal weniger. Also ich kann davon leben. Ich habe wegen den Puppen so viele Stoffe plötzlich gekriegt von allen Seiten, weil ich dann angefangen habe zu sammeln. Und das hat mich so fasziniert, diese ganzen Stoffe. Das war toll teilweise, was ich da gekriegt habe. Ich habe mal ein ganz großes Bild gemacht, einfach so. Für die Kalin, das hängt in dem Kinderzimmer da oben. Und das hat vielen Leuten gefallen und irgendwann mal habe ich gedacht, ich mache nochmal sowas. Und das wurde dann in die Boutique aufgenommen, wo ich die Puppen verkaufe, als Schaufensterdekoration. Zwei Tage später kamen die Boutiquebesitzer hoch zu mir und sagten, wir haben niemand. Und ich habe es zwar nicht verkauft damals, aber dann später doch, weil ich Geld brauchte. Seitdem mache ich halt Bilder. Irgendwelche reiche Damen erfahren, dass ich so Bilder mache und mir ihre alten Klamotten geben lassen, ja, falls ich die Stoffe brauchen kann. Und danach, möglicherweise, kaufen sie für viel Geld ihre alten Hosen wieder in Form von Blättchen und Bäumen. Kaufen also ihren eigenen Abfall wieder für viel Geld. Christi. Das muss ich neu einrahmen. Darf ich uns anschauen? Ich hab mir auch eine Fanta gekauft. Was ist das? So, das ist rein. Schmeckt übrigens gut Fanta und Wein. Ihr wollt mir wieder meine Tante klauen, gell? Das kannst du nicht allein trinken. Ja, aber ihr trinkt so schnell, dass ihr mir nur ein Tröpfchen lässt. Ja. Genau. Wir sind ja auch größer. Und dann kriege ich mir gar nichts ab und ich habe es für mich gekauft. Die ganze Flasche? Nein. Aber ich habe an mich gedacht. Und mit dem Wein habe ich an euch gedacht. Und siehst, wenn ich deine Limonade trinke, dann denke ich an dich. Weil die Limonade ist so ungesund. Wollen wir essen? Mhm. Kommt hier, Kelly. Mit deinem Teller, Schatz. So, schenke ich mir erstmal ein. Du kannst nicht leben, wenn du wirklich leben willst, ohne Kinder. Das brauche ich selbst als Mensch. Weil in dem heranwachsenden Kind
erlebe ich wieder eine Kinderwelt, kann ich wieder spielen. Oft ist wirklich die Caroline der Mensch, der einfach wie ein Sonnenstrahl reinkommt. Die ist ein glückliches Kind. Bier! Eins, zwei, drei. Gute Nacht. Schlaf schön. Wenn die Kinder aus Deutschland hierher kommen, die Kinder sind total gestört. Die leben dort unter einem Druck, der sich, sobald die ein bisschen ins Freie kommen, äußert. Die quälen die Tiere, die machen kaputt, was nicht nied- und nagelfest ist. Die gesamte technische Welt, in der sie leben, ist nicht für Kinder geschaffen. Die Häuser sind nicht für Kinder geschaffen, die Straßen sind nicht für Kinder geschaffen. Was aber eigentlich nicht für Kinder geschaffen ist, ist auch nicht für Menschen geschaffen. Und das Einzige, was ich vielleicht am Positiven produzieren kann, ist, unseren Kindern eine Jugend zu ermöglichen, die so ist, wie ich mir ein Menschenleben vorstelle. Der Müllplatz ist für mich der Supermarkt. Hier findest du fast alles, zum Beispiel meinen Pflug. Ab und zu muss ich was wegschmeißen, was andere Leute irgendwo liegen lassen. Wir selbst haben keinen Abfall, weil entweder kann man das verkompostieren oder mit einem kleinen Feuerchen verbrennen. Also wenn es etwas gibt, was ich nicht brauche und was wir nicht brauchen, dann ist das dieser Eisschrank hier. Oder auch ein neuer, auch wenn man mir schenken tät. Den brauche ich nicht. Der Kühlschrank ist symptomatisch für die Situation, dass keiner mehr für den anderen Zeit hat. Die Mütter müssen arbeiten, haben keine Zeit für ihre Kinder zu füttern und da steht immer irgendein Essen drin und das Kind kommt nach Hause, Tür auf, hopp, komm, hier. Und ist schlecht und diese frigide Mutter ist der Ersatz für das, für die Person, die früher am Herd stand und das der Kopf der Familie war. Wir brauchen deswegen keinen Kühlschrank, weil die Sachen, die wir essen, frisch sind oder lagerfähig. Und zwar ohne Eisschrank lagerfähig. Ich muss nicht unbedingt in einer Gegend etwas essen, was dort nicht hingehört. Hierzulande ist die Butter nicht zu Hause, hier isst man Olivenöl und das hält sich.
Ja, durch den Eisschrank entfällt das, was früher üblich war, der Gang zum Kramerladen, der Gang in den Kaufladen, das kleine Schwätzchen, der kleine Einkauf, das Aussuchen und auch die verantwortliche Person für das Gemüse, das ich kaufe, gegenüber zu haben, den kleinen Ladeninhaber. Das wird heute anonym, das findet in einem Supermarkt statt. Und da wird einmal in der Woche oder einmal in 14 Tagen schnell eingekauft. Schlecht. Nehmen Sie alle, Kalin, gell? Auch wenn die ganz klein sind. Gut. Weil die... Auch wenn sie winzig sind. Na ja, siehst du doch selber. Das Loch hier wird gegraben, um eine Zisterne zu bauen. Ein rechteckiger, gemauerter Wassertank, in dem das Regenwasser gesammelt wird. Es gibt hier keine Quellen, es gibt hier keine Wasserleitung, auch keine Brunnen, die das ganze Jahr über Wasser geben. Aber hallo, salut. Sí, pero el descanso es la vida, ¿no? Bien, sí. Große Freude an der Umstände. Die sind ganz schön, die Kartoffeln, gell? Hast du Ahnung, was die jetzt kosten? Was hätte man gesagt? 24? 27? Da kannst du 27, das ist wie viel? 70 Pfennig. Mag das auch. Das sind vegetarische Katzen. So wie wir jetzt leben, das kann man nicht als Modellfall hinstellen. Weil wir sind noch in einem Übergangsstadium. Und mein Endziel wäre, auf was ich los will, dass ich ein ganzes Jahr davon lebe, was wir selbst erzeugen. Dass wir unser Gemüse selbst erzeugen, unsere eigenen Eier, einschließlich unser eigenes Öl, das wir hier von den Olivenbäumen hoffentlich eines Tages kriegen werden. Wir möchten weitgehend das Kaufen ausschalten und auf das Geld verzichten, weil das Geld ist ja eigentlich nichts anderes oder sollte nichts anderes sein als gehortete Arbeit, als eine Arbeitsreserve. Du hast Arbeit geleistet, dafür kriegst du Geld, ein Umtauschmittel. Das ist das Geld aber nicht. Das Geld hat eine andere Funktion, nämlich die, die wirklich Geld verdienen, die arbeiten nicht. Der Arbeiter hier hat mir gestern gesagt, ja, ich habe kein Geld, weil ich muss arbeiten. Und ein Sprichwort sagt, wer arbeitet, hat keine Zeit, um Geld zu verdienen. Der raucht die ganze Zeit. Grundsätzlich. Nur wenn man
Ja, wenn man die Tür ein Stück auflässt, da drauf, dann ausnahmsweise nicht. Aber sonst, ich habe jetzt da extra schon so ein Loch reingemacht, damit da noch ein bisschen mehr zu. Ja, ich habe euch. Hallo, Jungchen. Na, komm her. Wenn du dein Feuer ganz hinten im Eck machst, fast stehend an der Wand, genau in dem Eck, dann müsst ihr es eigentlich. Geht alles nicht. Also du musst dir das vielleicht nochmal genau anschauen, wenn das, wenn kein Feuer drin ist, damit man mal hochleuchten kann oder so. Da ist nämlich entstehen, glaube ich, irgendwelche Turbulenzen. Du, was machst denn du gerade? Du, ja, mir wird eh das Papier trocken jetzt. Ich muss schnell da Druck durchziehen. Ich sehe kaum was zu sehen. Das ist nur um zu sehen, was jetzt auf der Platte geätzt ist und was nicht geätzt ist. Du, ich muss heim. Die warten auf mich mit dem Essen. Ja. Ich komme am Samstag oder am Sonntag nochmal vorbei und schaue mir das nochmal in Ruhe an. Ich komme ja auch mal runter, dann können wir sehen. Denn der darf dann nicht brennen, wenn du kommst, denn sonst sieht man ja wieder eine Schau. Ja, oder dass er halt richtig raucht. Aber du, das machen wir am Samstag. Okay, bis runter. Ciao. Ja, ich bin also so vor 17 Jahren zum ersten Mal gekommen. Da war ich selbst 17 noch. Und als ich anfing, gab es hier eigentlich überhaupt keine Leute. Also da waren vielleicht ein paar Ältere, die so ein bisschen rumgemalt haben oder sowas. Aber hier im Dorf waren eigentlich zu der Zeit überhaupt noch keine Leute. Von Jungen bestimmt keiner, nee. Also ich mache hier sehr viel Radierung. In erster Linie allerdings male ich eigentlich. Und ich brauchte also hier nicht Mandeln zu klopfen, um damit meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Nee. Einerseits bewundere ich das natürlich, andererseits wäre das für mich völlig unvorstellbar, denn ich mache ja nur irgendetwas, was nicht direkt mit meinem Lebensunterhalt zu tun hat, sondern ich mache eben Bilder. Und dem muss natürlich alles andere im Grunde genommen untergeordnet werden, soweit es irgendwie überhaupt geht. Während Herbert eben seinen Lebensunterhalt eigentlich zu seiner Hauptarbeit gemacht hat. Nicht? Also alles, was er zum Essen braucht, das versucht er eben selbst anzubauen und so. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied. Das ist natürlich in irgendeiner Weise auch viel leichter für mich, denn also hier seinen Lebensunterhalt zu verdienen, ist sehr schwierig. Ich brauche nicht Freunde, sondern Menschen, die die gleichen Interessen haben wie ich. Das fing hier im Dorf eigentlich gut an. Es wurden Workpartys gemacht. Der Map, der Hartmut, ich, der Alan Moore, waren alle damit beschäftigt, ihre Häuser zu bauen. Auch der Alan Battenberg. Und dann hat man eben diese Workpartys gemacht. Und das war ganz lustig. Da hat man sich gegenseitig beim Bauen geholfen. Was mich stört, ist, dass es zu wenig arbeitende Leute gibt, die so ein bisschen in die Richtung gehen wie wir. Die Ausländer, die wir kennen, sind alle Leute, die aufs Land in die Ferien fahren, aber nicht auf dem Land eigentlich leben. Sincerely trying to find something for himself here. He's much more involved than I am in seeking a more earthy way to himself. And I think people coming here that just look for a simple answer to it, of giving up their life wherever it is and thinking that here lies the answer, or there, or and looking for a place in the sun to live, are making a big mistake because they're going to be bored. There's no, it's still a matter of being involved here, and ultimately it's a matter of being involved with yourself. You can't find an escape here any more than you can find an escape there. And it's not an escape one's looking for, it's oneself one's looking for. I do what I want to do here most of the time, and within the other society I lived in, I didn't.
I was caught in somebody else's world. I was doing something for somebody else all the time. Hast du sie schon festgemacht an der Hand? Noch nicht. Ja, fertig. Herr Lehn? Fertig. Kommst du? Ja. Was ich noch erleben möchte, ich möchte unheimlich gern wohin kommen, wo es noch Typen gibt, die am Abend ihre Instrumente auspacken, anfangen zu trommeln, anfangen Musik zu machen. Wo dazu getanzt wird. Wirst noch heiter, Heidberger? Ja, gut, Sakramentsviech. Ich tanze unheimlich gerne und ich finde das, was heute in den Diskotheken passiert, wo die jungen Leute wirklich tanzen können, das finde ich einfach gut, dass jeder für sich tanzt. Wenn du dir vorstellst, Mensch, wie das früher war, da kam der Kamerad und sagt, gestatten, ne Frau, und die Dame wollte überhaupt nicht, aber sie darf keinen Korb geben. Dann musste die aufstehen, dann kam der her, klung, nimmt die in den Kram, tschunk, pumpf, pfff, wuck, 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 puff, bumm, wah. Und das war Tanz, verstehst du? Gut, Tanz als Ausdruck der Zeit. Aber ich finde, das, was heute so leise vor sich hinkickt und hinswingt, das finde ich viel lustiger als die andere Art zu tanzen, die unheimlich auf Leistung geht, die klassischer Tanz sein will, der kein klassischer Tanz mehr ist. Ja, du stehst auf der Bühne und machst irgendwas für die Leute und machst irgendwas für deinen Choreografen und machst einen Haufen für dich selber. Aber irgendwann läuft sich's tot. Irgendwann wird es zum Bewegungszwang. Und irgendwann wird es dann kommerziell ausgebeutet und immer wieder ausgenutzt. Und dann geht zum großen Teil der Spaß, der wirkliche Spaß, verloren. Dann wird es eine Art Onanie, verstehst du, hier in die Kamera und was weiß ich. Und du kannst es einfach nicht mehr machen. Es ist zu blöd. Und da stehe ich lieber hier mit meinem Mulli und mache eine ganz ehrliche und ganz einfache und ganz ruhige Arbeit. Und es ist einfach schöner. Komm, Blau, geh mal. Das ist jetzt mein Partner. Vielleicht ist der Künstler zu vergleichen mit dem Mulli. Der wird eingespannt und muss da und da hingehen, damit es Fressen gibt. Insofern habe ich ein bisschen den Spieß umgedreht. Oder ich habe mir einen Dümmeren gefunden. Früher war ich der.